uns enlighten us. Mit Karas-Patienten, wie sind die Behandlungsstrategien in der ersten und zweiten Linie bei fortgeschrittenen nicht-kleinzelligen Lungenkarzinomen? Ja, Alexander, vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es freut mich sehr, hier zu sein. Und es freut mich besonders, über ein Thema zu sprechen, über das wahrscheinlich bis vor 2 Jahren einfach niemand gesprochen hätte. Wir haben zwar immer Karas, war immer ganz schön, ich zeige es dann gleich auf all unseren Dias drauf, aber irgendwie war es immer so etwas unangenehm und wir sind schnell darüber hinweggegangen, weil wir einfach nichts hatten. Und es ist echt erfreulich zu sehen, dass wir jetzt auch für diese große Gruppe von Patientinnen und Patienten etwas anbieten können. Das sind meine Disclosures, die ich kurz zeigen möchte. Und dann möchte ich auch ganz kurz, und Alexander, du hast das natürlich schon hervorragend eingeleitet, aber ich möchte doch etwas zeigen, dass wir ja auch ein bisschen zufrieden sein können, wie sich die letzten Jahre die Behandlung des metastasierten Bronchialkarzinoms entwickelt hat. Oder einige von uns erinnern sich vielleicht an diese Publikation noch von der Frau Schiller im New England, 20 Jahre her, lange Zeit natürlich, aber da hat man einfach geschaut, gibt es irgendeine Chemotherapie, die die Prognose besser machen könnte? Und die Antwort war, nein, solange man Platin gibt, ist es eigentlich immer gleich gut oder ich müsste eigentlich sagen, gleich schlecht. Aber es gab eigentlich nichts, oder auch die neueren Substanzen, damals die Taxane, haben die Prognose nicht relevant verbessert. Und über die Jahre haben wir doch Fortschritte gemacht. Das sind Daten aus Basel. Einfach in unserem Register geschaut, haben wir Fortschritte gemacht in der Prognose von Patienten mit metastasiertem Bronchialkarzinom. Das waren diverse Doktorandinnen und Masterstudentinnen, die immer wieder diese Datenbank gefüttert haben. Und wir haben einfach so etwas arbiträr vielleicht die Jahre gewählt, aber ganz arbiträr dann doch wieder nicht, weil wir haben uns die Frage gestellt, haben entscheidende Momente in der Behandlung des Bronchialkarzinoms, nämlich die Einführung eben der Drittgenerationen Chemotherapeutika, Taxane, hat das die Prognose verbessert? Hat das die molekulare Testung ab 2009, oder EGFR, die ganze Geschichte hat die molekulare Testung und zielgerichtete Therapie die Prognose verbessert? Und 2015, Einführung der Immuntherapie, hat das irgendetwas bewirkt? Und wir sehen tatsächlich, es gibt Fortschritte. Sie sind vielleicht kleine Fortschritte und es sind natürlich, wir sind uns dem sehr wohlbewusst, es sind nicht Fortschritte für alle unsere Patientinnen und Patienten, aber doch in einer völlig unselektionierten Population, das sind alles Patienten, die bei uns behandelt worden sind, sehen wir einen Fortschritt. Und ein großer Teil dieses Fortschritts ist natürlich das, was Alexander vorhin ganz toll gezeigt hat, die molekulare Testung und eben diese große Auswahl an zielgerichteten Therapien. Das hat, und das konnten wir, wenn ich noch was zurückgehe, oder 2009 bis 2014, das sind diese Patienten, bei denen das sich eben etabliert hat, die molekulare Testung und die Option einer zielgerichteten Therapie. Und ich glaube, das ist schon ganz, ganz erfreulich, dass wir auf diesem Weg sind. Und das sind unsere, es ist nicht ganz so schön, wie das, was Alessandro uns aus Zürich gezeigt hat, aber das habe ich von der Spasenia Savic bekommen. Das ist so etwas, was wir empfehlen zu machen. Und ich war echt erstaunt, diese Publikation aus dem Clinical Lung Cancer zu sehen, dass es immer noch internationale Richtlinien gibt, die nicht ein so breites Testing empfehlen. Das ist wirklich erstaunlich, weil ich glaube, das sollte heute wirklich Standard sein bei all diesen Optionen, die uns heute zur Verfügung stehen. Nun, jetzt möchte ich auf die KRAS-mutierten Patientinnen und Patienten eingehen, ganz kurz ein bisschen in die Molekularbiologie eintauchen. Ich will Sie nicht zu sehr damit langweilen, aber ganz kurz einfach, um zu erwähnen, also KRAS ist eine GTPase, eine GTPase, und das ist in einer aktivierten Form bei vorliegen einer KRAS-Mutation, diese GTPase, die wechselt ständig eigentlich zwischen inaktiver und aktiver Form. Und wenn eine Mutation vorliegt, dann ist die aktive Form dieses Enzyms bevorzugt. Und dadurch kommt es zu einer Aktivierung von ganz vielen nachgeschalteten Signalkaskaden. Und wir wissen, dass die Mutationen im RAS-Gen eine der häufigsten Onkogen-Mutationen überhaupt sind. Und wenn man das in MyCancerGenome in dieser Plattform eingibt, dann sieht man, dass es eigentlich kaum einen Tumor gibt, bei dem man nicht KRAS-Mutationen findet. Aber die häufigsten Tumoren mit KRAS-Mutationen, das sind Bronchialkarzinome, Pankreaskarzinome und Kolonkarzinome. Und darum entsprechend auch eben diese Tumorentitäten, bei denen diese Testung ganz wichtig ist und bei denen es sehr wichtig ist, dass wir heute eben KRAS-gerichtete Therapien haben.
Was auch wichtig ist, ist, es kommt ganz darauf an, in welche Population Sie schauen, ob Sie Karas-Mutationen finden oder nicht. Und das ist vielleicht etwas ungewöhnlich, weil wir haben jetzt über Jahre immer gelernt, EGFR-Mutationen und ALK-Translokationen ist eigentlich bei uns eher selten. Und wenn wir in den asiatischen Raum schauen, dann ist es sehr viel häufiger. Und für Karas scheint das nicht der Fall zu sein aus dieser Arbeit. Oder wir sehen, dass es in dieser chinesischen Population sind Karas-Mutationen eher nicht so häufig, nur 5%, hingegen beim Bronchialkarzinom, hingegen eben bei in einer kaukasischen Population sind sie eben sehr viel häufiger, nämlich, wie Sie alle wissen, die häufigste onkogene Mutation. Ja, der Teufel liegt manchmal im Detail, gerade auch wenn wir dann darüber nachdenken, wie man Karas-Mutationen eben therapeutisch angehen kann, weil es nämlich ganz unterschiedliche Karas-Mutationen gibt. Die häufigsten Karas-Mutationen sind Punktmutationen G12D, G12V und G12C. Und das ist ganz wichtig. Das ist zwar alles sehr nahe beieinander in diesem Gen, aber je nach Mutation kommt es eben zu einer unterschiedlichen Konformität dieser GTPase, dieses Enzyms, und entsprechend gibt es sehr spezifische Therapien, die eben dann nur für die eine oder die andere und eben speziell für die eine, nämlich für die G12C-Mutation, wirksam sind. Ja, wenn wir nochmals in die Patienten mit Bronchialkarzinom schauen, dann habe ich Ihnen eben schon gesagt, in der kaukasischen Population ist die Karas-Mutation die häufigste onkogene Mutation, die wir finden können. Also etwa ein Viertel bis fast 30% aller Adenokarzinome haben eine Karas-Mutation. Und die G12C-Mutation ist unter den Patienten eben mit einer Karas-Mutation ist die häufigste. Die macht etwa einen Drittel aller Karas oder fast mehr als ein Drittel aller Karas-Mutationen ist eben diese G12C-Mutation. Und das ist die, die wichtig ist, weil für diese Mutation haben wir eben jetzt zielgerichtete Therapieoptionen. Wenn wir uns überlegen, welche sind die Patienten, die möglicherweise eine solche Mutation haben, und das möchte ich nur als Klammerbemerkung, ich glaube, niemand mehr diskutiert mehr, sollen wir die einen Patienten testen und die anderen nicht, oder? Wir erinnern uns alle an Zeiten, wo man gesagt hat, ja, nur die Nichtraucher und Frauen und vielleicht mit asiatischem Hintergrund, die sollen mal testen, weil da haben wir eine Chance, eine EGFR-Mutation zu finden. Und heute ist, man soll jeden Patienten testen. Für die Karas-Mutationen aber gibt es schon auch gewisse klinische Prädiktoren, die es etwas wahrscheinlicher machen. Also die Karas-Mutationen scheinen etwas häufiger bei Rauchen zu finden zu sein als bei Nichtrauchen. Auch etwas eine gewisse Prädominanz für Frauen, die aber nicht so ganz ausgeprägt ist wie für andere molekulare Aberrationen. Und insbesondere die G12C-Mutation, die natürlich eben besonders wichtig ist, etwas häufiger bei Rauchen. Was auch ganz wichtig ist, und auch das ist etwas unterschiedlich zu dem, was wir uns immer eingeprägt haben für solche molekularen Treiberalterationen. Wir haben immer gesagt, wenn wir so etwas finden, wenn wir eine EGFR-Mutation finden, dann werden wir nichts mehr anderes finden. Und für Karas trifft das nicht zu. Und da sagen Sie, okay, wieso soll mich das interessieren? Wir kommen darauf zurück. Es ist vielleicht doch wichtig, eben sich zumindest zu vergegenwärtigen, dass bei Vorliegen einer Karas-Mutation durchaus Komutationen eben auftreten können. P53-Mutationen sind relativ häufig, die STK11-Mutationen sind häufig. Und das, ich komme dann später darauf zurück, das mag eine gewisse Bedeutung haben, wenn wir uns über Ansprechen auf bestimmte Therapien dann unterhalten. Also Komutationen, das ist aus der Kölner Gruppe von Matthias Schäffler publiziert, Komutationen sind bei Vorliegen von Karas-Mutationen relativ häufig zu finden. Nun, was bedeutet das prognostisch, wenn wir eine Patientin oder einen Patienten haben mit einer Karas-Mutation? Das ist hier gezeigt. Was wir sehen ist, dass es innerhalb der verschiedenen Karas-Mutationen scheint keine prognostische Bedeutung zu haben. Also egal welche Karas-Mutation, die sind alle prognostisch etwa gleich. Was wir aber schon wissen oder was schon gezeigt wurde, ist, dass das Vorliegen einer Karas-Mutation ist eher ein negativer prognostischer Faktor. Und das unterscheidet die Karas-Mutation ja auch etwas von anderen onkogenen Treibern. Oder wir haben das alle gut im Kopf, die EGFR-Mutierten beispielsweise, die haben insgesamt eher eine bessere Prognose. Und bei Karas, das ist eher ein negativer prognostischer Faktor. Nun, die Frage, die ich diskutieren soll, ist, wie behandeln wir nun Patienten mit einer Karas-Mutation? Und die Immuntherapie ist natürlich in aller Munde und ist heute ein Standard in der Behandlung des metastasierten Bronchialkarzinoms. Und die Frage ist, ja, sind Karas-mutierte Patientinnen und Patienten, sprechen die an auf Immuntherapie oder nicht? Und das ist nicht so ganz einfach zu sagen.
diese Arbeit, etwas viele Abbildungen, kurz zusammengefasst, was man gefunden hat, ist, dass die PD-L1-Expression, die scheint eher etwas höher zu sein bei KRAS-mutierten Patientinnen und Patienten. Und in dieser Arbeit wurde das auch sehr sorgfältig aufgearbeitet. Also diese Patientinnen und Patienten haben auch häufiger so eine sogenannte Interferon-Gamma-Signatur, also eigentlich ein Tumor, auch ein Tumor mit einem Mikromilieu im Tumor, das eigentlich eher dafür spricht, dass die Immuntherapie wirksam sein könnte und wirksam sein sollte. Das wurde in verschiedenen Arbeiten gezeigt und eben in dieser sehr schönen Arbeit deutlich gemacht. Insbesondere, und da komme ich jetzt wieder auf die Frage der Kommutationen zurück, insbesondere wenn auch eine P53, und Sie haben das wahrscheinlich haben Sie vorhin gesehen, die häufigste Kommutation ist eine P53-Mutation, und wenn eben KRAS und P53 mutiert ist, dann scheint die PD-L1-Expression besonders hoch zu sein und diese Patienten scheinen besonders gut, oder möglicherweise besonders gut auf eine Immuntherapie anzusprechen. Und das ist sozusagen jetzt die Grundlage für die Frage. Aber, jetzt kommt das große Aber, weil wir wissen auch, und das habe ich hier jetzt nicht aufgeführt, oder? Aber das haben wir wahrscheinlich alle schon gesehen, dass auch Patienten beispielsweise mit einer EGFR-Mutation, die können 100% PD-L1 haben, aber das Ansprechen auf Immuntherapie ist eher nicht so toll. Das heißt, alleine die Tatsache, dass die Patientinnen und Patienten mit einer KRAS-Mutation eine hohe PD-L1-Expression oder im Schnitt eher eine hohe PD-L1-Expression haben, sagt noch nichts darüber aus, dass sie wirklich dann auch gut auf Immuntherapie ansprechen. Aber es ist schon so in verschiedenen Arbeiten gezeigt, Patientinnen und Patienten mit einer KRAS-Mutation, das ist eine Meta-Analyse aus verschiedenen Zweitlinienstudien, das kennen Sie natürlich alle, CheckMate 057, die Nivolumab-Second-Line-Studie, die Poplar-Studie für das Atezo, die Second-Line-Studie. Und in der Meta-Analyse zeigt sich doch, dass Patienten mit einer KRAS-Mutation insgesamt einen eher etwas sogar größeren Benefit haben, für die Immuntherapie im Vergleich zur Chemotherapie in der zweiten Linie. Und das wurde in verschiedenen Arbeiten gezeigt. Das ist eine Arbeit aus der französischen Gruppe. Auch die haben das gezeigt, dass das Ansprechen bei Vorliegen einer KRAS-Mutation, das Ansprechen auf eine Immuntherapie eigentlich insgesamt doch recht gut ist und sogar eher etwas besser, als wenn keine KRAS-Mutation vorliegt. Das wurde so etwas... Auch von Skoulidis in dieser Arbeit insgesamt gezeigt, aber Skoulidis hat auch gezeigt, dass es wahrscheinlich etwas darauf ankommt, was für eine Kommutation noch vorliegt. Und das bin ich nachher sehr interessiert, das noch zu diskutieren, weil nachdem diese Arbeit, und ich erinnere mich gut, das wurde, glaube ich, erstmalig am ELCC vor 3 Jahren, hat, glaube ich, diese Daten gezeigt. Und da sind wir alle sofort zurückgegangen und haben unseren Pathologen gesagt, wir müssen jetzt STK11 und KAP diese Kommutationen suchen, weil es möglicherweise eben einen Unterschied macht, weil hier gezeigt wurde, dass wenn je nachdem, welche Kommutation vorliegt, ist das Ansprechen möglicherweise auf die Immuntherapie doch nicht so gut. Und mittlerweile haben wir das wieder etwas verlassen, weil es doch eher so etwas kontrovers ist, wie solide die Daten sind. Und ich bin nachher interessiert, auch von euch zu hören, wie ihr die Daten interpretiert. Aber es scheint doch einen gewissen Einfluss zu haben, welche Kommutation mit KRAS vorliegt, um zu wissen, ob ein Ansprechen auf Immuntherapie wahrscheinlicher oder eben weniger wahrscheinlich ist. Nun, das große Ziel ist natürlich, KRAS als therapeutisches Ziel zu nutzen. Und das wurde über viele, viele Jahre probiert. Und hier zeige ich Ihnen, was alles nicht funktioniert hat, weil ich glaube, wir sollten schon auch immer so etwas kritisch die ganze Geschichte anschauen und uns auch immer wieder überlegen, dass eben ganz viel auch entwickelt wurde und viele Patientinnen und Patienten in Studien behandelt wurden, die überhaupt keinen Benefit gezeigt haben. Was eben nicht funktioniert, ist so eine Pan-KRAS-Inhibition, dass man irgendwo versucht, also bisher nicht funktioniert. Ich komme ganz am Ende darauf zurück, vielleicht zukünftig mag es dann doch funktionieren mit anderen Ansätzen, aber was irgendwo nicht geht, ist, dass man diese GTPase direkt inhibiert, auch aus Toxizitätsgründen, oder viele dieser Studien sind gescheitert, weil es eine enorm hohe Toxizität hat, wenn man KRAS als Ganzes inhibiert, und dann hat man verschiedene andere Downstream, also Signal in diesem aktivierten Signalweg hat man versucht zu blockieren und hat eigentlich keinen guten Effekt gesehen. Und was wir eben heute
jetzt als echten Durchbruch, glaube ich, bezeichnen können für diese Patientinnen und Patienten mit einer KRAS-Mutation, sind zumindest für diese Subgruppe der Patientin mit einer G12C-Mutation, sind eben diese ganz hochspezifischen Inhibitoren, die auf diese ganz spezifische Punktmutation, diese G12C-Mutation eben einwirken und dadurch diese nachgeschaltete, aktivierten Signalkaskaden unterbinden können. Und da gibt es verschiedene Moleküle und natürlich das Sotorasib, das ja jetzt als Lumikras auch die Zulassung in der Schweiz hat, wahrscheinlich der prominenteste Vertreter, aber ich glaube, es ist doch wichtig zu wissen, gibt es andere Substanzen, die momentan auch in der Schweiz teilweise in klinischen Studien sind. Wir haben sowohl das Adagrasib als auch das Compound von Roche momentan in einer klinischen Studie, auch das spezifische Inhibitoren gegen KRAS G12C. Ja, und die Entwicklung, das ist, wie wir das so oft sehen, oder? In ganz, ganz kurzer Zeit eigentlich doch sehr erstaunlich gegangen. 2018, so die ersten Publikationen dieses spezifischen AMG 510, wie es damals noch hieß, Inhibitors. Und heute, nur 4 Jahre später, haben wir eine zugelassene Substanz für diese Patientinnen und Patienten. Und wenn wir jetzt in die Studiendaten einsteigen und ich Ihnen die Daten zeigen werde, die eben zur Zulassung von Sotorasib geführt haben, dann sollten wir uns immer etwas nochmals in Erinnerung rufen, was ist die Benchmark, wie gut soll so ein Medikament sein, und die Daten, die wir ja bisher haben, sind Second-Line-Daten. Und der Standard oder der ja, über lange Jahre etablierte Standard für die Zweitlinientherapie beim metastasierten Bronchialkarzinom war das Taxotere, basierend auf der Studie von der Francis Shepherd. Und dann natürlich die ganzen Immuntherapiestudien, jetzt hier nur als ein Beispiel nochmals auf die Checkmate-Studien eingegangen, die gezeigt haben, dass Nivolumab besser ist als Taxotere, aber dann natürlich auch alle anderen Checkpoint-Inhibitoren. Und das ist so etwas die Benchmark, die wir im Kopf haben müssen, wenn wir jetzt in die zweite Linie gehen. Und die CodeBreaK 100-Studie, das war eben jetzt die erste Studie mit dem spezifischen G12C-Inhibitor Sotorasib, das eine orale Therapie ist in einer Dosierung von 960 Milligramm, was hier in der Phase 1 Daten eingesetzt wurde. Und die ersten Daten, das war eine klassische Basket-Studie eigentlich, also nicht speziell jetzt für Patientinnen und Patienten mit Bronchialkarzinom, sondern einfach für alle Patientinnen und Patienten mit einem KRAS-mutierten soliden Tumor. Und diese Daten wurden ja dann von Hong im New England publiziert. Und die Ansprechrate für diese zielgerichtete Therapie, also bei Vorliegen einer KRAS G12C-Mutation, bei einem soliden Tumor und dann natürlich die zwei größten Subgruppen, Kolorektalkarzinome und NSCLC, aber und alle anderen, eine Ansprechrate von doch insgesamt erfreulichen 30% beim spezifisch jetzt für das Bronchialkarzinom. Und wenn wir jetzt in die Analyse nur der NSCLC-Patientinnen und Patienten schauen, dann sind das mittlerweile auch über 100 Patienten, die in dieser CodeBreaK 100-Studie behandelt wurden. Und Sie sehen auch hier noch einmal das, was ich zu Beginn gesagt habe, so etwas über die klinischen Charakteristika. Also das sind in der Regel sind das Raucher oder zumindest ehemalige Raucher. Eine typische Studienpopulation würde ich sagen, Performance Status 0 bis 1. Hirnmetastasen waren erlaubt, also etwa ein Fünftel der Patienten hatte Hirnmetastasen in dieser Population. Natürlich vorwiegend Adenokarzinome vom histologischen Subtyp her und eben alles metastasierte Tumoren. Und die allermeisten Patienten in dieser Population waren ausgiebig vorbehandelt, wie wir das erwarten würden für eine solche Studie. Und die bestätigte Ansprechrate, die war bei knapp 40% in dieser, eben, wie ich gesagt habe, doch ausgiebig vorbehandelten Patientenpopulation, eine Ansprechrate von etwa 37%. Und wenn wir das uns in diesem gewohnten Waterfall-Plot ansehen, dann doch auch einige Patienten mit sehr eindrücklich gutem Ansprechen. Und in der Regel die mediane Zeit des Ansprechens in dieser vorbehandelten Population bei knapp einem Jahr. Auch das sicherlich sehr interessante, sehr gute Daten.
Progressionsfreie Zeit 6,8 Monate, das Gesamtüberleben 12,5 Monate, eben immer im Kopf, dass das ist eine vorbehandelte Population, das ist Second- und Later-Line vorwiegend in dieser Studie. Toxizität, ich weiß nicht, ob alle von Ihnen schon Patienten behandelt haben mit Sotorasib. Aus meiner eigenen Erfahrung aus der Codebreak-Studie, und das bestätigt sich mit dem, was wir hier sehen, sind eigentlich zwei Hauptprobleme. Das eine ist die gastrointestinale Toxizität, also insbesondere die Diarrhoe und auch so Bauchkrämpfe habe ich. Das ist jetzt hier nicht speziell aufgeführt, aber so das, was ich im klinischen Alltag häufig erlebe. Und dann vor allem die hepatische Toxizität mit dem Anstieg hauptsächlich der Transaminasen. Das ist auch hier doch ziemlich gut gezeigt. Und das ist auch, können wir nachher besprechen, du hast auch sehr viel Erfahrung, aber das ist so das, was ich auch im klinischen Alltag gesehen habe. Wenn wir in die Untergruppen schauen, dann sehen wir eigentlich keine ganz besonderen Merkmale. Also es gibt eigentlich keine Untergruppe in dieser Studie, die nicht profitiert hätte, insbesondere auch, und jetzt komme ich noch einmal auf die Geschichte dieser Komutationen zurück, das scheint, wenn eine KRAS-G12C-Mutation vorliegt, dann wirkt Sotorasib unabhängig davon, ob irgendeine eben dieser vorhin genannten Komutationen, SDK11 oder KIEP1 vorliegt, das ist unabhängig davon. Was ich auch natürlich immer wichtig finde, ist die Frage der Lebensqualität, und das gab auch in dieser Copac-Studie eben auch eine Lebensqualitätserhebung, und was man sagen kann, ist insgesamt ist die Lebensqualität wird nicht negativ beeinflusst, und in gewissen Aspekten, und ich glaube auch in natürlich relevanten Aspekten, wenn wir an diese Population von Bronchialkarzinom-Patienten denken, insbesondere eben die Dyspnoe, die sogar tendenziell über die Dauer der Zeit eher besser wird, was dafür spricht, dass das die Patienten sind, die dann eben auch ein Ansprechen haben, und insgesamt also keine Verschlechterung der Lebensqualität unter der Therapie. Auch für den anderen oder für einen der anderen spezifischen KRAS-G12C-Inhibitoren Adagrasib haben wir mittlerweile die ersten Resultate aus einer Studie gesehen. Adagrasib ebenfalls eine orale Substanz, und auch hier ganz ähnlich, Ansprechraten um etwas mehr als 40%, Krankheitskontrollrate sehr hoch, 96% in dieser frühen ersten Analyse aus der Crystal-1-Studie, und auch das Adagrasib wird zurzeit in der zweiten Linie gegen Docetaxel randomisiert untersucht. Das ist die Crystal-12-Studie, die an einigen Zentren in der Schweiz eben auch offen ist. Und auch sehr, sehr vergleichbar die Toxizität, also auch das Adagrasib, und das ist auch jetzt meine noch sehr kleine Erfahrung mit dieser Substanz aus der Crystal-2-Studie, aber auch hier scheint insbesondere die gastrointestinale Toxizität relevant zu sein, also auch hier Übelkeit, Diarrhoe und auch wiederum die Lebertoxizität mit dem Transaminasenanstieg, der doch relativ häufig ist. Ja, wohin geht die Reise? Die Reise geht natürlich immer dahin, dass wir, sobald wir diese Substanzen haben, dass natürlich jetzt eine etablierte Therapie ist. Und für mich ist das jetzt mit der Zulassung natürlich außerhalb von Studien bei Patientinnen und Patienten ab der zweiten Linie sollte das aus meiner Sicht eingesetzt werden. Also Lumikras ist verfügbar, hat eine Zulassung durch Swissmedic bekommen, und das ist jetzt ein Standard. Aber die Reise geht natürlich dahin, und das haben wir gesehen, die Patientinnen und Patienten werden irgendwann resistent und der Tumor wird progredient, und wir müssen jetzt zunehmend lernen, was die möglichen Resistenzmechanismen sind, und da gibt es schon erste Daten dazu, und das wird jetzt das weitere Feld der Forschung dann sicherlich auch mitbestimmen. Aber natürlich, die Reise geht auch dahin, dass wir verstehen möchten, ob diese Substanzen auch in der ersten Linie dann in die Anwendung kommen, und da laufen die Studien auch, das zeige ich gleich, aber natürlich vor allem auch die Frage, was passiert in der Resistenz, und in der Resistenz, das scheint relativ komplex zu sein, wenn man sich diese Arbeit anschaut, das sind 38 Patienten, eine recht kleine Gruppe von Patienten, ich glaube nur 23 mit Bronchialkarzinom, Resistenz auf Adagrasib,
Und das scheint ein Teil dieser Resistenzen scheint dadurch bedingt zu sein, dass es zu sekundären Mutationen im RAS-Gen kommt. Also der Tumor bleibt abhängig davon, aber es scheint auch Aktivierung von anderen Signalwegen zu geben. MET-Amplifikationen sind in dieser Arbeit beschrieben. Oder auch die Transformation aus einem Adenokarzinom in ein Plattenepithelkarzinom. Also auch hier wird es irgendwann dann entscheidend sein, dass wir in der Resistenz allenfalls sogar auch versuchen, mit Liquid Biopsy oder sogar Rebiopsien zu verstehen, was der Resistenzmechanismus ist, um diese Patientinnen und Patienten dann entsprechend weiter behandeln zu können. Ja, die laufenden Phase-3-Studien, das habe ich schon ganz kurz erwähnt. Diese Studie mit Second-Line Sotorasib versus Daxoter ist abgeschlossen, hat noch keine Resultate, aber die Rekrutierung ist abgeschlossen und auch für das Adagrasib läuft zurzeit eben die Crystal-12-Studie, die randomisierte Studie. Wir werden also bald wissen, ob das besser ist als eine Second-Line-Chemotherapie. Und natürlich kommt dann sofort die Frage, ist es allenfalls sogar eine Option in der ersten Therapielinie, und auch da laufen die Studien, auch Studien in Kombination mit Immuntherapie sind geplant und laufen teilweise schon. Und noch etwas mehr in die Zukunft geblickt, und damit komme ich danach zum Ende, gibt es auch jetzt nochmals Versuche, Karas von einer etwas globaleren Perspektive nochmals therapeutisch anzugehen und eben aus dieser Subgruppe der G12C-Mutierten wieder wegzukommen. Und wenn man sich eben diesen Signalweg nochmals anschaut, dann scheint ein Zielmolekül für zukünftige Therapien möglicherweise dieses SOS zu sein, das oberhalb dieser GTPase liegt. Und da gibt es jetzt eine therapeutische Möglichkeit, dieses Molekül, das noch keinen richtigen Namen hat, das momentan untersucht wird für Patientinnen und Patienten eben mit einer Karas-Mutation, unabhängig davon, welcher Subtyp der Karas-Mutation. Also das ist ein möglicher neuer Angriffspunkt. Und vielleicht auch ganz interessant, das sind so erste Daten, die im Cancer Discovery gezeigt wurden, zumindest in vitro scheint das ziemlich gut zu funktionieren, dieser SOS1-Inhibitor. Und auch Vakzinierungsstrategien sind momentan in therapeutischer Entwicklung, um möglicherweise über eine spezifische KARAS-gerichtete Vakzinierungsstrategie diese Tumoren besser behandeln zu können. Also dieses Feld ist sicherlich noch ganz weit. Ich glaube, es ist schön und spannend zu sehen, dass wir jetzt eine erste zugelassene Therapie haben und dass da noch sehr, sehr viel weiteres in den nächsten Jahren auf uns zukommen wird und vor allem auch mögliche Fortschritte für unsere Patientinnen und Patienten bedeutet, die eben eine KARAS-Mutation haben. Damit möchte ich schließen und bedanke mich sehr herzlich für die Einladung und für die Aufmerksamkeit. Wow, ich denke, das war wirklich eine breite Überblick. Wir haben viele Daten zu zeigen, das, was du gesagt hast, im Vergleich mit vor ein oder zwei Jahren, das ist unglaublich. Diese Rebiopsie und die Resistenz auf Karas, jetzt, ich werde auf diesen Punkt kommen. Die erste Frage ist anhand von deiner Erfahrung. Reden wir zuerst über die Response und nachher auf die Resistance, denke ich. Hast du vielleicht den Eindruck, dass die Patientin fast du reduzieren muss oder stoppen muss das Medikament? Hast du wieder eine Flare-Syndrom gesehen, wie wir kennen zum Beispiel beim EGFR-Kinase-Inhibitoren? Oder hast du noch nicht stoppen müssen? Doch, aber ich glaube, wichtig ist schon zu sagen, ich meine, meine Erfahrungen sind eine Handvoll von Patienten. Und es ist immer schwierig, aus einzelnen Patienten jetzt irgendein etwas abzuleiten. Ich musste bei einigen meiner Patienten die Therapie vorübergehend unterbrechen, insbesondere oder eigentlich in der Regel oder ausschließlich wegen Hepatotoxizität, bis die Transaminasen sich wieder erholt haben. Ich habe nie ein Problem während dieser Therapiepause gesehen. Das heißt, wenn ein Ansprechen da war und ich pausiert habe, dann ist das Ansprechen auch zumindest für diese Zeit so geblieben. Ich habe einige Patienten dann dosisreduziert weiter behandelt. Das war ja in der Studie ganz klar vorgesehen, auch wie man von diesen 960 Milligramm, wie dann die Dosisreduktion sein muss bei Folgen von Toxizität. Und ich habe
Vielleicht haben wir nachher Zeit, diesen einen Fall zu zeigen. Ich habe eine Patientin, meine allererste Patientin, die ich mit Sotorasib in der Studie behandelt habe, die hat relativ rasch die Dosis reduziert und hatte ein tolles Ansprechen und auch unter der reduzierten Dosis. Also, ja. Wir gehen selbstverständlich nachher auf den Fall. Ich habe nicht gefragt, ob jemand eine Frage gehabt hätte. Ich war so neugierig selber. Okay, und ich sehe jetzt gerade keine. Kurze Frage, Re-Biopsy bei Resistenz. Ich habe nur einen Punkt, diese New England-Publikation zeigte, dass die meisten der Patienten haben eine Liquid-Biopsy gehabt und nicht eine Tissue, oder? Die waren nur 6 oder 5 mit einer Tissue-Re-Biopsy. Im Moment, wir können nicht vieles machen, aber aus deinem Interesse, würdest du diese Re-Biopsy machen und Liquid, Tissue oder beide? Was wäre dein Wunsch? Also Tissue, wenn immer möglich. Und wir haben das auch schon gemacht, ohne was Relevantes zu finden. Aber ich denke schon, gerade also Met wäre, wenn auch völlig off-label, potenziell targetable. Met wäre eben in so einer Situation potenziell targetable. Das würde man versuchen. Die Frage ist auch, ob allenfalls eben die eine histologische Resistenz eine Relevanz hat für zukünftige Chemotherapie-Optionen und die Wahl der. Sagen wir so, machen wir ein Beispiel vielleicht. Also sagen wir, du machst ja NGS schon Frontline, so dann haben wir eine Karas-Mutation, so Firstline, der Patient qualifiziert für Chemoimmunotherapie. Dann wird progredient, dann würdest du dann direkt, mache ich ein Beispiel, auf Sotorasib umstellen oder würdest du eine Re-Biopsy nach Chemoimmunotherapie machen oder glaubst du, das ist der gleiche Klon wie am Anfang und brauchst du das nicht? Also wenn ich am Anfang die G12C-Mutation bewiesen habe und dann Chemoimmunotherapie Firstline mache, dann würde ich nicht mehr re-biopsieren. Okay. Aber ich denke, man kann da durchaus auch anderer Meinung sein, aber ich denke schon, dass ich meine Karas, die Karas-Mutation, das wissen wir, das ist der onkogene Treiber. Ich würde nicht re-biopsieren. Würdest du re-biopsieren? Ich würde nicht, aber ich habe diese Frage bekommen, auch schon mehrmals. So deswegen wollte ich auch hören, dass, was würdest du in der Praxis. Ich bin absolut einverstanden, das ist die Treibermutation und das ist klar. Wäre es interessant nachher, weil das finde ich, dass diese ganzen Informationen von Keeper sind. Informationen, die wir wissen, dass es kam, diese Co-Mutations, da war nicht gerade beim Einleitung der Therapie mit Sotorasib. Deswegen alle diese Co-Mutation-History, ich nehme das immer mit Caution. Idealerweise wäre aus meiner Sicht diese Co-Mutationen zu beurteilen, eine First Line, wo wir haben Material von Patienten, die wurden nicht vorbehandelt. Würdest du dann suchen nach diesen Co-Mutationen aus deinem Interesse? Tust du das in deinem Report oder, ich meine, jetzt praktisch auf deinem Brief, diese Kommutationen, oder denkst du, nein, wir tun einfach rein alles, was relevant ist? Ja, das ist eine schwierige Frage. Also eigentlich habe ich die Frage zuerst. Ja. Aber ist gut. Du kannst einfach sagen, okay, skip it, so, dann gehen wir auf die nächste. Ist gut. Nein, ich... Also wir kriegen diese Resultate, wenn ich initial in das NGS mache, dann kriegen wir die Kommutationen, aber ich ziehe daraus keine therapeutische Konsequenz. Ich habe das eben gesagt, als diese Daten von Skulidis zum ersten Mal gezeigt wurden, dann haben wir uns schon überlegt, ja, sollen wir die Patienten jetzt wirklich mit einer Immuntherapie behandeln, wenn eine STK11-Mutation auch vorliegt. Ich erinnere mich auch an Fälle, die wir so diskutiert haben. Aber mittlerweile ist das doch so etwas nicht mehr so ganz klar, was diese Kommutationen bedeuten. Wo ich mich immer noch etwas schwer tue, ist eine Monoimmuntherapie in der ersten Linie zu geben. Also wenn PD-L1 hoch ist und wir eigentlich eine PD-L1-Monotherapie machen können, wenn wir da eine dieser Kommutationen haben, die möglicherweise mit einem schlechten Ansprechen vergesellschaftet sind, dann tue ich mich schon etwas schwer, eine Monotherapie zu machen. Ja, also ich glaube auch, das ist der wichtige Punkt. Und
Also bei eurem Panel Foundation One, da habt ihr sicher alle Commutations drauf. Ich sehe leider, und ich werde das kurz bei meinem Fall dann auch ansprechen, das neue Panel, das hausinterne, hat P53 Keep SDK 11 nicht mehr drauf. Und das ist ein bisschen bedauerlich, weil eben genau in diesem Fall bei UMPD Alliance würde ich das nachbestellen. Ich denke, dass, was du vorher gesagt hast, oder? Wir haben Patienten mit PD-Lines High, wir haben die EGFR und so weiter, dann exkludet die, falls du machst, dass anhand unserer Algorithmus alle diese Kommutationen kommen nachher. So, deswegen, ich habe nicht das Problem von SDK 11 am Anfang, oder? So, deswegen, vielleicht ich habe die Keras und so weiter. Das ist vielleicht eine Information, die würde vielleicht führen, dass wir machen das ohne Bedenken für SDK 11, weil wir haben schon angefangen anhand von alles, was es kam in sogenannte Step 2 vor die Resultate von der NGS. Ich finde, dass diese Kommutationen, mindestens diese Selbstverständnisse, die relevant sind, muss man die erwähnen. Und aus unserem Interesse, wir tun das immer bei Second Line, auch alle die Kommutationen. Mindestens die Keep, SDK, P53, vor allem P53, weil wir sind daran gewohnt, das reinzutun in alle die Reports von EGFR. So, dass falls es gibt die Kommutation, wir tun das im Report. Aber ich denke, dass, wie du sagst, das ist komplex, das in einem Bericht alle die Kommutationen reinzugeben, oder? Und mit welcher Konsequenz machst du? Keine Konsequenz, aber das ist eine Information, die kommt aus der ersten Shot, auf der ersten Screen von Foundation One. So dann alles, was es darauf kommt, weil das wird auch so anhand dieser Resultate diskutiert, dann Tumorboard, dann tun wir das im Report rein. Es ist so, dass vielleicht, wir werden auch in Zukunft noch mehr Daten diesbezüglich haben. Und in Bezug vor allem auf die Erstlinientherapie ist aus meiner Sicht ein Luxus, dass wir alle diese NGS-Daten, mindestens, du machst das gerade, wir machen das auch meistens der Fälle in der ersten Linie. Vielleicht wir sollen uns gut überlegen, was wir mit diesen Daten auch weiterhin anschauen können. Weil wie gesagt, die Daten von Mitsotorasib in der Second Line oder Further Lines, diese ganzen Kommutationen sind nicht oder wissen wir nicht, also, zu welchem Zeitpunkt würden diese aufgenommen und analysiert. So nach einer zweiten Linie. Und ich habe mindestens die Erfahrung gemacht, Patienten, wo wir haben mehrmals Biopsien durchgeführt, und häufig auch viele von diesen Kommutationen verschwinden. Und das ist auch gezeigt in der New England Paper, oder? So, ich denke, zwischen Tissue und Liquid. So, zusammengefasst, was es wichtig ist in der First Line, und Keras, sowieso machen wir das schon am Anfang, das ist gut, dann haben wir das als Info, bleibt auch wichtig auch für die Second und Further Lines. Mhm.